Du wünschst dir mehr Disziplin in deinem Leben und möchtest Dinge nicht nur anfangen, sondern auch vollenden, bis zum Ende durchhalten. Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema, wie du disziplinierter wirst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir helfen jedes Jahr eine ganze Reihe, vielen hundert Menschen dabei, nicht nur ihr Unternehmen zu gründen, sondern auch zu wachsen und später zu verkaufen. Und alle haben eine Reise vor sich, wo viele unbekannte Gefahren, Risiken, Chancen und Gelegenheiten lauern. Nur die meisten Menschen verbinden mit dem Begriff Disziplin etwas Unangenehmes, was man tut trotz Schmerzen. Und auf der anderen Seite gibt es keinen Knopf an deinem Ohr, wo du raufdrückst und sagst, so, jetzt bin ich disziplinierter. Sondern Disziplin, das ist ein Ergebnis von einem bestimmten Denken und ein Handeln auf eine Aktion hin, auf ein Ergebnis hin gerichtet. Und da werde ich dir heute eine Methode beibringen, vorstellen, die du anwenden kannst, auch beruflich, die in den Spezialeinheiten bei der Armee und bei den Polizeieinheiten angewendet wird. Nun, ich habe hier ein kleines Tauchbecken aufgezeichnet. Da unten ist ein Taucher. Und die Aufgabe des Tauchers ist, unter Wasser sein Gewehr zusammenzubauen. Da liegen viele Einzelteile. Er hat ein Atemgerät, eigentlich genügend Zeit, dort das Gewehr zusammenzubauen. Bei der Übung gibt es nur zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass von dem Rekruten die Augen komplett verbunden sind. Er sieht also nichts. Und das zweite Problem ist, dass ein Ausbilder auch in dem gleichen Tauchbecken schwimmt und sich zur Aufgabe gemacht hat, ständig dem Rekruten, dem Auszubildenden unter Wasser das Atemgerät wegzuziehen. Nun, du kannst dir sicherlich vorstellen, wie es so ist, unter Wasser mit verbundenen Augen, du versuchst irgendwie den Lauf, den Verschluss, alles zu finden und dann merkst du, wie dir plötzlich jemand das Atemgerät unter Wasser wegzieht. Und spätestens nach dem dritten oder vierten Mal, da könnte es passieren, dass du in Stress kommst. Und daher lernen diese Rekruten unter Wasser eine gewisse Methode, woran sie hier oben denken. Nun, es gibt viele Möglichkeiten, woran man hier unter Wasser denken kann. Man kann zum Beispiel daran denken, dieser böse Ausbilder, der ist so gemein. Du kannst daran denken, das schaffe ich nie, die Aufgabe ist zu schwer, ich werde wahrscheinlich ersticken, ich werde untergehen, wahrscheinlich ist das mein Ende, ich werde die Ausbildung nicht bestehen. Diese Gedanken kann man sich unter Wasser machen. Nun, und wenn du dich für diese Gedanken entscheidest, dann hast du verloren. Was lernen nun diese Rekruten unter Wasser? Nun, die lernen, dass sie lediglich an ein einziges Bild denken. Und dieses Bild, das hat nichts mit der Situation zu tun, das hat nichts mit dem Problem zu tun, die sie gerade haben, dass sie keine Luft mehr haben oder dass sie jetzt den Verschluss oder den Bolzen nicht finden. Sie denken aber auch nicht an die Gefahren oder an den gemeinen Ausbilder, sondern sie denken lediglich daran, wie es ist, endlich aus dem Wasser aufzutauchen, mit dem fertig zusammengesetzten Gewehr. Nun, was kannst du bis hierhin für dich lernen, in deinem Leben lernen? Wenn du in einer Krisensituation bist, wenn du in einer neuen Situation mit vielen Veränderungsprozessen bist, die dich umgeben und du weißt gar nicht, wie das ausgeht, du hast Gefahren und lebst im Stress, dann kannst du an viele Sachen denken, aber das Geheimnis und die Lektion hier aus dieser Story, aus dieser Methode ist, dass du den Prozess zu Ende denkst und dir ein Bild suchst, wo du schließlich erfolgreich geworden bist. Das bedeutet also, dass die Kunst, disziplinierter zu sein, zunächst mal daraus besteht, zu erkennen, dass du dich in einem Prozess befindest. Und dass dieser Prozess aufgebaut ist, wie zum Beispiel ein Lauf, Lang- oder Mittelstreckenlauf, zum Beispiel ein Marathonlauf. Da denkst du auch, wenn du am Start losläufst, nicht beim Kilometer 10, 20, 30 an deine Knieschmerzen oder dass du dich links auf die Parkbank setzen könntest oder rechts bei der nächsten Kneipe einkehren könntest oder da vorne kommt die U-Bahn-Station, mit der man nach Hause fahren könnte. Wenn du darüber nachdenkst, nun, dann hat sich's mit deiner Disziplin erledigt. Du gibst einfach auf. Das, was erfolgreiche Marathonläufer machen oder auch die Spezialeinheiten, die denken lediglich an den letzten Endpunkt ihres Prozesses und zwar, wie sie das Ziel durchlaufen. Das denkt auch hier dieser Kampftaucher, der hier auftaucht. Der denkt nur daran, wie er mit der vollständigen Waffe zusammengesetzt, lebendig, mit gutem Gefühl auftaucht. Das ist das große Geheimnis, was Menschen ausmacht, die diszipliniert auf dich wirken und durchhalten. Was bedeutet das nun für deinen Alltag? Nun, egal in welchem Lebensbereich du bist, ob du beim Abnehmen bist, ob du bei Fitnesstraining bist, ob du dabei bist, eine Firma aufzubauen, einen Businessplan aufzuhalten, gesetzliche, juristische Konflikte mit Nachbarn oder anderen Menschen durchzuhalten oder du bist an irgendwelchen Antragsverfahren beteiligt, letztendlich gibt es immer einen Endpunkt und es gibt deinen Startpunkt.
Und es gibt viele, viele, viele kleine Punkte und Stationen dazwischen. Und sicherlich wird es hier mal schwierig und da mal schön und hier mal schwierig und da mal schön, dann kommt dort eine Ablenkung. Aber das, was disziplinierte Menschen ausmacht, dass sie ihren Fokus halten, und zwar auf den Endpunkt. Dass sie ihren Fokus halten auf das Ziel, was sie gesetzt haben. Dass sie eine Vision haben, die sie erreichen wollen und dass sie daraus einen Auftrag ableiten, eine sogenannte Mission ableiten, die sie Kurs Ziel hält. Und der Kampf, nun, der findet nicht wirklich hier draußen statt gegen den Ausbilder. Der Kampf findet nicht gegen die schwindende Atemluft statt oder gegen das Suchen der Teile, um letztendlich die Waffe zusammenzubauen. Der Kampf auch in deiner Selbstständigkeit, der ist nicht gegen Kunden, gegen Finanzämter, Lieferanten oder Mitbewerber. Den Kampf, den du fichst, der findet hier drin, in deinem Kopf, zwischen den Ohren statt, da, wo du dir etwas vorstellst. Das Bild, woran du denkst, Start und die Schwierigkeiten oder endlich an dem Zielpunkt. Du hast die Wahl. Deshalb lässt sich Disziplin wunderbar mit einem Zitat zusammenfassen, was den wahren Kampf und den Ursprung von echter Disziplin ausmacht. Denn Disziplin ist Glaube in Aktion. Disziplin ist, dass du glaubst, dass du ein Ziel erreichen kannst und dass du diesen Glauben während der Aktion, während du unter Wasser bist, in Krisen und Veränderungsprozessen bist, nicht aufgibst, nicht verlierst, dass du morgens, wenn du aufstehst, dich an den Glauben von gestern erinnerst, dass du den ganzen Tag über sich an deine Zielvision, an deinen Auftrag, deine Mission erinnerst und jegliches Handeln danach abgleichst, ob es dich zu dem Ziel näher bringt oder wegbringt und dass deine Stimmung, deine Gefühlslage, die du hast, nicht davon abhängig ist, welche Schwierigkeiten du hier unter Wasser hast, weil dir zum 27. Mal der Ausbilder dein Atemgerät geraubt hat. Nein, deine Gefühle sind davon abhängig vom Zielzustand, während du die Ziellinie überschreitest. Was bedeutet das nun für einen disziplinierten Menschen? Das bedeutet, dass diese beschwerlichen Wege, die du gehst, die Schwierigkeiten, die du gehst, die musst du nicht unter Schmerzen, unter wilder Anstrengung und Traurigkeit durchgehen. Denn wenn du es schaffst, dich immer an den Zielzustand zu erinnern, wo du auftauchst oder die Ziellinie überschreitest, nun, was empfindet man dort? Wahrscheinlich eher Freude, wahrscheinlich eher Glück. Und das ist der Vorteil, ein disziplinierter Mensch zu sein, dass du durch die Schwierigkeiten gehst in größter Freude, in glücklichen Zuständen. Nicht, weil der Umstand, auf den du guckst, dich glücklich macht oder weil die entsprechenden Rahmenbedingungen schon so sind, dass du einen Grund hast zur Freude. Nein, der Grund der Freude, das Glück, kommt bei dir aus der Zukunft und zwar allein aus dem Glauben. Der Begriff Glaube hier zu viel nach Weihrauch klingt, dann kannst du ihn gerne auch ersetzen durch Vorstellungskraft, Vorstellungsvermögen, durch Fokussierung. All das, was du hier in deinem Kopf machen kannst, das ist letztendlich entscheidend, wie du dich fühlst. Und dein Gefühl, das du hast, das entscheidet wiederum über deine Antriebsenergien, über deine Motivation, deine Emotionen, die du hast. Nun, und deine Emotion wird wiederum die Energie sein, die deine Fähigkeiten einsetzt und deine Fähigkeiten ergeben Verhalten und dein Verhalten das ergibt Ergebnisse. Und wenn du noch nicht damit zufrieden bist mit deinen Ergebnissen oder dem Grad deiner Disziplin, mit deiner emotionalen Stabilität, nun, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir helfen Menschen nicht nur dabei, ihre Finanz- und Businesspläne zu erstellen, Fördermittel zu beantragen, sondern wir helfen auch dabei, in der Unternehmerpersönlichkeit zu wachsen, voranzukommen, ein Mensch zu werden, der diszipliniert aus dem Glauben in Aktion schafft, seine Ziele zu erreichen. Ich wünsche dir nur viel Erfolg. Du kannst gerne jetzt das kostenfreie Erstgespräch bei uns buchen, diesen Kanal abonnieren oder weiterempfehlen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.